So, da wären wir wieder. Wir wollten zurück zu unserer Rumpelkammer. Irgendwo noch Platz. Oh Mann. Oh Hallo? ja, und unbedingt das Essen, das Trinken nicht vergessen. Aber ja, wir wollten zurück zur Rumpelkammer. Unser. Nanu, warum geht das Keypad nicht? Ah, oh. Und da ein bisschen Essen abladen. Und da ist so ein Säuredingens. Ja, super Timing. Feuerball schön selbst abbekommen. Aber was soll's. Das war's. Okay. Also, alle schön trinken. Dann die Wasserdinger hier voll. Zap, zap. Sind die beiden auch ganz voll? Fast voll und voll. So, wir haben noch 5 Flaschen so voll Wasser. Das ist nicht unbedingt so viel. Die noch. Und die noch. Und das muss dann auch langsam erreichen. So. So, wir wollten jetzt, wie gesagt, runter in die Rumpelkammer, da das Essen abladen und eventuell noch einen zweiten Trip hochmachen. Da bin ich mir aber nicht sicher. Denn wir hatten ja am Ende das Essensproblem, weil wir so viel Zeit da unten verbracht haben. Jetzt haben wir unsere Spur. Das heißt, es wird auf jeden Fall schneller wieder gehen. So, also hier war der Weg hoch zu den Pilzen. Und hier müsste jetzt irgendwo ein Weg nach unten sein. Schatzkammern? Nee, wir wollen nicht zu den Schatzkammern. Oder müssen wir nach oben, um wieder nach unten zu kommen? Das sieht mehr aus wie der Weg zu der Vorratskammer. Der Weg zu der Pilzkammer. Jo. Hier war die Mumie, die wir nicht umbringen sollten. Na gut. Gucken wir mal hier lang. Ah, das schaut doch gut aus. So, wollen wir jetzt hier auch eine Spur legen? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir es schaffen, das Spiel zu beenden, ohne zu verhungern. Ja, ich weiß, das ist eine gewagte These. Und wahrscheinlich wird der Gerogon aus der Zukunft wieder fluchen, was der Gerogon aus der Vergangenheit, also ich, gerade hier entschieden habe. Aber kann man nichts dran ändern. Autsch. Und wir sollten auf keinen Fall unterwegs sterben. Aber ja, einen zweiten Trip, da hätte ich nicht so wirklich Lust drauf. Also zum einen dauert es ja eine ganze Weile, den ganzen Weg runter zu gehen und wieder hoch. Und dann die Spur zu legen, würde noch dreimal so lange dauern wie der eigentliche Weg. Das muss nicht unbedingt sein. So, keiner mehr verletzt. Gute Sache. Guter Feuerball. Noch ein Feuerball. Ein Feuer. Da hat gerade jemand einen Knopf gedrückt. Was war das denn? Oder eine Druckplatte. Es war definitiv ein Klickgeräusch. Aber gut, N, das. Das. Nee, falsch. Da kommt schon der nächste Gegner. Wusch. N, das, das. Nee, dafür braucht man eine Flasche. Ah, wo ist mein College Block? Ich wollte eigentlich nur ein Feuerschild machen. Feuerschild. Oh, das Flugzeug war es am Ende. Nicht das Schwert. So. Oh, und das magische Schild war so. Schön, schön. So können wir auch durch dieses Level durchgehen und durch die nächsten Level, wo überall diese gelben, fliegenden, nervigen Augen waren. Sackgasse. Na gut. Also im Kopf habe ich jetzt keinen Plan, was auf. Warum sind hier überall Klicks? Also im Kopf habe ich nicht wirklich einen Plan, was auf dieser Ebene war. Ich weiß nur, dass in der nächsten, glaube ich, die vier Rätseldinger waren. Hier sollten wir uns umdrehen. Das haben wir nicht gemacht. Das heißt, wir müssen in diese Richtung weitergehen.
Aber hier haben wir doch gerade alles abgetappert. Ja, vielleicht wäre es doch keine so doofe Idee gewesen, auf dem Weg nach oben eine Spur zu legen. Aber da waren wir ziemlich hungrig und hatten Besseres zu tun. So überleben und schreiend durch die Gegend laufen. Nö, hier ist kein Weg. Jedenfalls keiner, den ich sehen würde. Und hier sind wir schon wieder da. Na gut, hier geht's weiter. Wo kam der jetzt her? Wahrscheinlich von da. Hey, jo. Kommt noch einer? Nö. Gut, dann können wir jetzt vielleicht mal die Klamotten hier angucken. Du hast Schuhe. Achso, die hat er jetzt gerade angezogen. Und Helme. Oh, du stehst falsch. So, den Helm auch noch. Wie viel wiegen die Dinger? 1,1. Ja, das geht noch. Haben sie wenigstens ein bisschen was auf dem Kopf. Wie viel wiegen die anderen? 1,9 und 1,6. Macht sich nicht besonders viel. Hello. So, Schild brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Hier ist eine Sackgasse. Okay. E und das, 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 Flugzeug, Feuerschild und das. Mann, 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 wir brauchen echt tierisch viel Mana. Oh, und wir sind jetzt schon auf der Ebene, die ich eben noch im Kopf hatte. Die mit den ganzen gelben Augen, wo wir am Anfang so oft gestorben sind. Und haben wir einen Schlüssel über? Nein. Dafür ist das magische Schildding jetzt schon weg. Das ging ja flott. So, oh, mehr Klamotten. Sehr schön. Ist nur noch er hier, Nakidai. Ja, es hat sich definitiv gelohnt, wieder hochzugehen. Also, wir mussten ja zwangsweise hoch wegen dem Essen. Aber auch, wenn wir keinen Essensmangel gehabt hätten, wäre es ganz praktisch gewesen. Denn jetzt haben die wenigstens schon Klamotten an. Wir haben noch ein paar Secrets gefunden, ein paar kleinere. Apropos Secrets. Auf dem einen Versuch, bei dem einen Versuch hatten wir die Vorpal-Klinge gesehen, oder? Ha. Die habe ich jetzt aber nicht dabei. Nur wo war das? Mann, Mann, Mann. Na, da müssen wir mal die Augen offen halten. So, hier... Noch mehr Augen. Und du stehst immer noch falsch. Ihr tauscht mal. Und du hältst... falscher Zauber. Hier sind echt viel zu viele von den Dingern. Und kein Mana mehr. Wusch. Wusch. Und er hat auch kein Mana mehr. Komm schon. Ja, eigentlich sollten wir uns einen Platz zum Schlafen suchen, aber hier würde ich nicht unbedingt schlafen wollen. So, jetzt hat fast keiner mehr Mana. Ein Feuerball haben wir noch. Das könnte eng werden. Aber wenigstens können wir jetzt schön blitzen. Also keiner ist überladen, keiner hat Hunger. Da könnten wir theoretisch auch den Blitzen einfach davonlaufen. Und das fühlt sich hier richtig an. Hier ist unsere Rumpelkammer. Sehr schön. Das ging ja doch schneller als gedacht. Wenn es schneller als gedacht geht, wollen wir dann nochmal hoch? Na komm, erstmal rumpeln wir aus. Das Ding brauchen wir. Das kannst du einfach mal anziehen. Zauber brauchen wir auf jeden Fall. Würfel auch. Den Ninja-Stern. Wie viel wiegt der? 0,1. Der kann dabei bleiben. So. Die wiegen auch nichts. Das brauchen wir alles, außer die Giftbomben eigentlich. Die benutze ich nie. Und die nehmen nur Platz weg. Ja, komm, Giftbomben bleiben hier. Da wird wahrscheinlich jetzt irgendjemand gerade schreien, nein, nimm die mit, die kann man ganz gut gebrauchen bei Gegner XY. Aber ich vergesse sowas meistens immer und werf sie dann nicht im richtigen Moment. Und momentan haben sie jetzt schon 5, 6 Slots in Beschlag genommen. Das muss echt nicht sein. So, ein Mirror of Dawn und noch ein Mirror of Dawn. Das heißt, einer bleibt einfach mal hier.
Ich gehe aber davon aus, dass sie die gleiche Fähigkeit haben oder bei dem gleichen Rätsel benutzt werden müssen. So, das ist eine Box mit Würfeln. Die Würfel brauchen wir auf jeden Fall. Die Juwelen wissen wir nicht, ob wir brauchen. Die Hasenpfoten. Ja, da wissen wir auch nicht, was die machen. Amulette. Das hier machte nur Licht, richtig? Also wir haben keine Stat-Veränderung sonst gesehen. Das heißt, das Ding kann auch hier bleiben. Stäbe. So. Den Feuerstab brauchen wir auf jeden Fall, um das Spiel zu beenden. Der Stab macht 10 Mana. Der hier macht 4. Der hier macht 8. Der hier macht 5. Der Stab ist echt komisch. Er hat keine Fähigkeit und macht nur 8 Mana. Wurde schon in den Kommentaren geschrieben, dass es wahrscheinlich buggy ist, das Ding. Also, das bleibt hier. So, du nimmst dann den Stab in die Hand, weil der macht. Nee, den Stab in die Hand, der macht nämlich 8 Mana. Du kriegst den Stab. Das Horn. Das Horn können wir bestimmt noch gebrauchen. Essen ist immer gut. Seil zum Abseilen brauchen wir auch. Das Kreuz. Ja, ich weiß nicht, was die Amulette machen. Game of Ages klingt, wie gesagt, so, als wenn man besser identifizieren könnte, aber man kann hier nicht identifizieren. Jedenfalls nicht, dass ich es wüsste. Also nehmen wir mal das Kreuz, weil es vielleicht irgendeine Funktion bei Heilung hat. Na gut, du bleibst hier. Feuerstab brauchen wir. Wie viel macht der eigentlich? Können wir bei ihm ja mal testen. Also 163. Der hat nur seine Fähigkeiten. Das finde ich schade. Dem hätten sie ruhig irgendwie 10 oder 15 Mana geben können oder irgendwelche anderen besonderen Stats. Aber gut, kann man nicht ändern. So, das Ding bleibt dann auch hier. Ah, die Bomben schmeiße ich mal nicht so gegen die Wand. Und die sind auch echt praktisch. Weil die machen Schaden wie ein ordentlicher Feuerball. Im Gegensatz zu den Wolken, die irgendwie fast gar keinen Schaden machen. Also die bleiben dabei. Die Hasenpfote auch, die Münze auch. Ja, bei ihm können wir nicht mehr viel aussortieren. Und bei ihm. Kompass brauchen wir auf jeden Fall. Was steht hier drauf? Oh, das sind die Stat-Tränke. Ja, die kann ich nicht auswendig lernen. Und die will ich jetzt auch nicht aufschreiben, das dauert mir zu lang. Also das kommt auch mit. So, damit hätten wir aussortiert. Die Pfeile wiegen 0,2. Das ist vertretbar, wenn man bedenkt, wie viel er tragen kann. Also dank der Tränke. Das heißt, wir haben jetzt ausgemistet. Und gehen mal runter und folgen unserer Spur. Oh. Obwohl, erstmal schlafen wir. Und dann folgen wir unserer Spur, denn mit so wenig Mana macht das doch keinen Spaß, durch den Dungeon zu rasen. So. Essen. Sonst keiner gut Hunger? Nö. Schön. Also, unser dritter Trip nach unten jetzt. Wir sind jetzt auf Ebene 7. Jetzt sind wir bei dem großen Raum, folgen der Plasmaspur. Und allgemein folgen wir jetzt dem Weg, den wir schon x-mal gegangen sind, nach unten. Oh, das ist der falsche Weg. Stimmt, hier ist die ganz lange Treppe bis zu der roten Tür. Oder besser gesagt zum roten Schloss. Den Schlüssel dafür haben wir auch nicht. Also wir müssen auf jeden Fall das finden, wo wir die Lupe benutzen können. Und wir müssen den Schlüssel hierfür finden. Dann kommen wir hoffentlich irgendwann zu dem Game of Ages. Nee, gar nicht. Wie hieß der? Game of Power. Ja, ich glaube, das war's. Und in der Schriftrolle in der Leseecke stand auch, dass er ganz tief vergraben ist. Und das hier ist ziemlich tief, wenn man die Anzahl der Treppen mal durchgeht. Also ja, die Ecke sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten. Aber jetzt wollen wir hier runter und der Spur folgen. Achso, Daniel Stern sagt ja, hier ist eine Illusionswand. Und warum haben wir da Essen liegen lassen? Oh ja, komisch. Hier war irgendwo ein Dreher, genau. Kompass in die Hand. Wo kommen wir her? Oh, ich glaube, ich bin aus Versehen schon richtig gegangen. Das ist ja auch mal gut. So, da lang, da lang. Achso, das war wohl eine der Ecken, wo die Spur so komisch gelegt ist. Genau, hier geht's weiter. Ja, also falls ihr diesen Trick hier auch mal benutzen wollt, mit der Plasmaspur, dann legt die schön genau.
Den habe ich jetzt schon 3, 4, 5 Mal darüber geärgert, dass ich an manchen Stellen zu wenig davon hingelegt habe und dann nicht wusste, wo ich langlaufe. Dann laufe ich eine Weile im Kreis, versuche den Weg zu finden, wo es lang geht und ab und an finde ich dann den falschen Weg und gehe den Weg zurück, den ich gekommen bin, was ziemlich kontraproduktiv ist. So. Hier war das Feuerballrätsel. Wir machen echt guten Fortschritt. Okay, wir sind die Strecke jetzt ja schon ziemlich häufig gegangen, aber ja. Hier weiter? Nein. Oh, die Ratte nehmen wir mit, auch wenn wir hier, glaube ich, gar nicht lang müssen. Wow, sind ja richtig viele hier. Also könnte hier vielleicht echt ein Raum sein, wo die Ratten respawnen. Also ja, allgemein sind das alles respawnte Ratten, die hätten wir sonst nicht leben lassen bei unserem ersten oder zweiten Mal hier durch. Aber dass das so ein richtiger Respawn-Raum ist, wie oben bei den Pilzen, ist natürlich super cool. Also dass wir einfach nur kurz das Level wechseln müssen und die wären alle wieder da. Na gut, so oder so. Es ist Fleisch und es sind Kämpfer-Erfahrungspunkte. Zack. Jo, jede Menge Fleisch. Schön, schön. Achso ja, und in den Kommentaren stand, ich soll Ghostmog mal testen lassen, ob er das Schwert benutzen kann. Nee, kann er auch nur auf Stufe 2. Schade. Ja, Zed oder Ghostmog, 1, 2 Kriegerstufen noch und dann geht das hoffentlich. Und vielleicht ist das dann auch das Mittel der Wahl, um die Dämonen umzubringen. Weil die Zauber haben nicht wirklich viel gemacht bei denen. Also wir haben ja richtig, richtig viel Mana in die reingepumpt und die haben einfach so überlebt. Also wir haben nicht einen von denen umbringen können. Und da waren mindestens 3 davon. So, oh, noch eine Ratte. Und noch eine? Okay. Wird langsam unheimlich hier. Auch wenn die nicht so stark sind, wie ich es in Erinnerung hatte. Also im Originalspiel. Zu. Und Gott sei Dank können Ratten noch keine Türen öffnen. Das heißt, wir verballern kurz unser Mana für Tränke, damit das nicht verschwendet wird von den beiden hier. So, leere Flaschen, alle zu Nabi. Schwupp. Schwupp. Du hast auch noch 2, sehr schön. Ein Heiltrank, noch ein Heiltrank und noch ein bisschen Licht. Und du auch. Und du auch. Und du sowieso. So, schön hochheilen. Mehr Ratten töten, mehr Fleisch einsammeln und dann können wir auch mal wieder runtergehen. Ja, also mit den 3 Kisten voll Pilzstücken und dem ganzen Fleisch, das wir hier finden, dürften wir es auf jeden Fall schaffen, das Spiel durchzuspielen. Mir wurde gesagt, wir sind schon ziemlich weit. Also da unten, wo die Dämonen sind, ist wohl quasi schon das Endgebiet. Da hoffe ich einfach mal, dass das Essen jetzt auf jeden Fall reichen wird. Zumal hier echt tierisch viele von den Viechern sind. Und gleich noch einer. Und noch einer. Wow, okay. Also vielleicht waren wir doch noch nicht in diesem Gebiet hier. Was ich aber irgendwie bezweifle. Aber vielleicht waren wir es nicht. Und deswegen sind hier so viele. Chop, chop. Na komm, stirb. Aber es scheint ein abgeschlossener Bereich zu sein. Na gut. Nicht jetzt Ghostmog One hitten, bitte. Schön. Keiner hat mehr Platz. Doch, du hast noch Platz. So, überall Essen, so muss das sein. Ein Trank für Ghostmog. Feuerball vorbereiten und zurück, um die Spur zu finden. Aber erstmal machen wir einen kleinen Cut, denn ich bin schon wieder 5 Minuten drüber. LP 67 und wir sehen uns gleich wieder.